Fangen wir an, ja. Lass uns hier anfangen. So, hey Ralf, wie ist es gelaufen die letzten Tage? In den letzten Tagen ist es recht gut gelaufen, seit Weihnachten kann man sagen. Ich habe auch zwischen den Jahren ein bisschen gehandelt, war sehr ruhig gewesen, aber da habe ich ein paar schöne Trades gemacht. Auch wenn die nicht sehr weit gelaufen sind, auch die letzten 2 Tage ist es einigermaßen gut gelaufen. Ich muss allerdings sagen, die Zeit davor, also wir hatten uns, glaube ich, das letzte Mal Anfang Dezember, ich meine sogar am Nikolaustag, am 6. Dezember haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal gesprochen. Und die 2 Wochen danach, die waren katastrophal. Also da habe ich einen Verlusttag nach dem anderen gemacht. Ich habe immer sowohl ein bisschen längerfristige Trades auf Stunde oder auf großen Renko-Charts gemacht. Die liefen einigermaßen gut. Und dann habe ich mir mit dem Scalping, habe ich mir die Gewinne wieder kaputt gemacht. Und habe dann fast jeden Tag mit einem kleinen Verlust abgeschlossen und das hat mich richtig, richtig genervt. Und dann habe ich irgendwie kurz vor Weihnachten mit dem Scalping fast aufgehört, habe auch zwischen den Jahren fast nicht gescalpt. Auch die letzten 2 Tage, muss ich sagen, war ich eher ein bisschen so mittelfristig. Also ich habe zum Beispiel gestern, das hier ist der FTSE, ja, Aber das was sind die links Spannen jetzt, wie du ist da der eingestellt DAX. hast? Ganz normal, also ich habe hier oben im DAX 2, 4 und 10, also für mich normal, sage ich mal, wenn ich ein bisschen höher liegt und dann bin ich hier, je nachdem, ob ich in dem da oben drehe, nehme ich den 5-Minuten-Chart oder wenn ich den 4-Minuten-Chart drehe, nehme ich den Stunden mit dem 4-Stunden-Analyse-Chart da unten. Und beim Fuzzi zum Beispiel habe ich hier oben 1,5, 3 und 8. Und hier 5 Minuten und 60 Minuten. Und habe ich gestern zum Beispiel einen schönen Trade gemacht, habe ich den Trade von hier bis da oben, den habe ich schon mitnehmen können, oder hier besser gesagt, ja. Ja, und welche Spanne war das? Da habe ich im Dreier gehandelt gestern, den Ja, hier. das bedeutet dann, Dreier bedeutet dann, du meinst drei Renko, was ungefähr 4,5, 5 ist in die Spanne. Genau, ganz genau. Und das klappt eigentlich ganz gut im Moment so. Also ich nehme jetzt meistens so diese mittlere Spanne oder den Stundenchart, womit ich eigentlich durchweg immer ein bisschen Erfolg habe. Was mir im Moment schwerfällt, ist insbesondere im DAX das Scalping. Und ich verbrenne mir da dauernd die Finger. Ich verstehe es nicht, ja. Und es ist schon wie so ein... Ich habe schon richtig ein bisschen Angst, den zu handeln. Ja, also Aber wenn du sagst Scalping, über welche Spanne sprechen wir dann? über 2 mache ich dann. Also Scalping ist bei mir dann 2. Das ist dann eigentlich eine Spanne von 3 3 sozusagen. von 3, ja. Also ich sage immer nur die Nummer, damit meine ich immer die Renko-Einstellung, Ja, ne? die Renko. Ja, weißt du, es ist natürlich, und warum, ich habe den Eindruck, wie letztes Mal, was wir besprochen haben, ist das Problem, das die meisten haben damit, ist, dass die zu oft einsteigen. Ja, also ich habe oft die Situation, dass ich halt 2, 3 Mal einen Verlust habe, dann ins 4. Mal und dann höre ich auf, ja. Und dann geht es manchmal und manchmal geht es weiter, also mit den Verlusten. Also irgendwie komme ich da nicht zurecht. Ich habe gestern hätte man den DAX ja super schön handeln können, ja. Dass man Ja, ich richtig habe so ein sieht, ich paar gehe Trades nochmal gemacht, aber kurz. vorgestern auch war sehr schön, ne? Vorgestern. Ja, vorgestern habe ich zum Beispiel auch den DAX angefangen. Warte mal, ich zeige dir, das ist vorgestern hier. Nee, warte mal, 3.1. war gestern, ne? Das war vorgestern hier. Warte, ganz zurück. 2.1. genau. Ja, Da habe ich das war eine super hier Bewegung. oben, bin ich long eingestiegen, Long, verbrannt. Nochmal long ja, war eingestiegen, korrekt, verbrannt. So, und dann habe ich aufgehört. Dann habe ich den DAX nicht mehr angeguckt. Ja, so Ja, ging aber mir das der am Punkt ist, vorgestern. ja, aber das ist Und dann habe natürlich. ich gestern genau dasselbe Problem gehabt. Hier ist der dritte, hier fängt der 3.1. an. Also gestern, da habe ich mir auch irgendwie, hier bin ich nicht reingekommen. Und dann bin ich hier short gegangen.
Das ist ein Fehler. Ne? Ja. Hier, diesen Short. Ich habe hier abgewartet, bis er hier unter das Ding hier drunter ist. Dann bin ich hier oben, bin ich Short gegangen. Ja, und hätte ich wahrscheinlich, ich habe gesehen, die anderen Indizes steigen alle, habe ich mir die Finger verbrannt, habe ich ihn auch gerade wieder beiseite getan. Ich habe das gestern ist, schön, aber, ja. schön im... Der Punkt ist natürlich, lass uns mal sagen, dass du hier nicht reinkommst, ist finde ich mal normal, ist so. Ja. Hier wäre ein Trade nach oben gewesen, den hätte man verloren, aber dann hätte man eigentlich nochmal versuchen müssen nach oben. Hier kann ja, ja. unmöglich Short gehen, das ist unmöglich, das geht nicht. Das ist nicht. Ja, wenn du dir den DAX mal anguckst, ich meine, das war hier unten irgendwo, ne? Im Stundenchart. Ich mache den mal groß. Das habe ich ja nicht nur so einfach so gemacht, sondern das war an dieser Stelle hier irgendwo, ja? Ja, nicht ganz. Also ich glaube, hier war mal, glaube ich, ungefähr. Ja. Und dann wollte ich eigentlich hier wieder runterhandeln, ja? Und das hat er ja auch dann irgendwann gemacht, aber ist dann halt wieder nach oben. Und das ist halt, ja, ich verbrenne mir im DAX dauernd die Finger. Ich habe schon einen richtigen Bei hier, der Punkt ist, lass uns die Analyse nochmal wieder zurücknehmen hier, weil hier natürlich, wenn du sagst, hier, ich bin jetzt eingestiegen, ja? Ich bin eingestiegen nach oben. Ich habe mein erstes Ziel mitgenommen und liege jetzt am Break-Even. Ich war drin, ich sag's dir, 13,59. Habe mein erstes Ziel mitgenommen und ich sehr kleines, ich habe einen kleinen Gewinn mitgenommen und liege jetzt da. Und ich habe natürlich eingesetzt, wenn du guckst auf die 5 Minuten, siehst du ganz deutlich, dass er hat da gedrückt gegen seine Eröffnungsrange. Die ganze Bewegung sieht ziemlich nach oben aus jetzt. Und ich habe dann eigentlich, habe ich das auf die kleine Spanne gehandelt. Warum mache ich das? Weil dann habe ich ein sehr kleines Risiko raus. Ja. Es ist alles jetzt, um dir eine Idee zu geben. Wenn ich jetzt habe ich kann nicht mehr verlieren. Ja, ich habe da, ich glaube, einen sehr kleinen Gewinn mitgenommen, 30 oder 40 Euro. Ja. Aber wenn er läuft jetzt, ja, dann nehme ich ein paar Hunderte mit. Ja. Bist du im 2 und ich zwei Renko oder im 1 Renko? Sehr, nur 1 Renko, sehr klein. Aber er hängt da jetzt, mein Stop steht nicht weit weg, ich stehe auf 59, weil da war ich drin. Und ich hoffe natürlich jetzt, er bricht durch aus dieser Öffnungsrange. Ja, macht da ein paar Punkte. Ja? Ja. Wenn er es nicht tut, ja, dann habe ich nur 30, 40 Euro mitgenommen. Aber das Wichtigste jetzt ist, ich habe kein Risiko mehr. Ja, klar. Und okay, aber ich kann das jetzt laufen lassen, das Ziel steht ganz weit weg. Ich würde das locker betreuen, das ist das Problem nicht. Aber ich will noch mal zurückkommen hier auf die Sachen und wir können diesen Trade live laufen lassen. Erst will ich dir mal zeigen, links oben. Kannst du das Bild mal vergrößern? Dann kann ich mal zeigen, warum das für mich ein Einstieg ist. Ja, genau, das. Ich habe jetzt hier auch auf 1 reingestellt, ja? Ja, aber du kannst es ist die... Die Bewegung ist, mein Stop steht jetzt auf 61 steht da. Ja. Ja. Er läuft nicht echt, er bricht nicht echt durch, ja? Ja. Ich habe jetzt einen kleinen Gewinn, ein Trade von vielleicht 60 Euro, aber er explodiert nicht. Und okay, dann ist es so. Wir würden sehen. Aber siehst du hier, wenn wir angefangen haben um 9 Uhr, du siehst ganz deutlich auf die 5-Minuten-Chart, siehst du ganz deutlich, dass er über des Vortages hoch liegt und gegen diese Eröffnungsrange drückt. Ja? Genau, ja. Und wenn du dann dabei noch, mach das Bild noch mal größer, wenn du willst. Du siehst doch, dass diese Tiefs, dass die immer höher werden. Ja, ja, ist schon klar. Also ich gehe mal in die Maus, das hier ist ein klarer Einstieg. Ja, genau. Das hier wäre ein Einstieg gewesen. Ich bin ein bisschen früher eingestiegen und da läuft er jetzt. Jetzt lege ich 119 vor
Wie viele Stück hattest du? Jetzt habe ich noch 8 Stück drin. Okay. Hattest du 10 Stück oder was? Ja, ich hatte nur 10 Stück gehandelt auf eine kleine Spanne, aber ich liege jetzt, im schlimmsten Fall werde ich hier 100 Euro verdienen. Bin fast rausgeholt. Ja, und da war ich raus. Das war's. Du kannst es hören. Immer mein Telefon klingelt, immer wenn ich eine Ausführung habe. Aber ich komme nochmal zurück. Lass uns mal 2 Minuten warten, jetzt, um zu handeln und nochmal hier drauf zurückgehen. Du siehst doch hier, dass er sehr deutlich Druck aufbaut. Das siehst du. Ja. Und es ist so, ich handle. Warum bin ich? Ich steige dann ein, wenn er hier in diese Bänder fällt, um, ich denke, es ist 9.11 Uhr oder 01. Ich kann es nicht so gut lesen. Siehst du meinen Cursor? Hier meinst du, ne? Siehst du meinen Cursor? Ja. Siehst du meinen Cursor? Ja, okay. Ja, ja. Da, dann siehst du hier, das war der Einstieg, wo er jetzt steht. Mhm. Weil ist aus die Bände gebrochen und dann da rein. Ja. Und dann nimmst du es mit und dann natürlich, ich habe dann immer noch diese kleine Spanne, um das zu betreuen und da kann ich das ein bisschen, ja, präzise betreuen. Aber das Prinzip, das ist ein ich würde mal sagen, vernünftige Tret und der gibt uns ungefähr, wenn du sagst, hier, das ist natürlich kleiner, was ist es, 43 hier, ist das 43 hier? Nee, 63, 43? 63. Okay, ja, du shit, okay, weil ich stehe auf dem Mini, ich hatte auf der Mini-Welt gehandelt, aber ist nicht so schlimm. Aber du siehst, da hast du eine kleine Bewegung von 10, 15 Punkte drin, ja? Ja. Und, ja, okay, hier nochmal auf die kleine Spanne, geht er wahrscheinlich weiter nach oben. Da haben wir jetzt nochmal ein Signal. Ja, ich habe hier vergessen, auf Dings zu stellen. Warte. Siehst du hier, was er hier gemacht hat? Moment, ich muss hier ganz kurz hier mein Dings wieder einschalten. Wieso war das jetzt aus? Ja, achso, nee, ich habe es nochmal umgeschaltet. Ich hatte vorher den Tageschart drin, da hat aber noch keine Bänder gezeigt. Okay. Aber der Punkt ist, lass uns zurückgehen, Ralf, auf die Spanne, die du handeln willst. Also ich handle in der Regel. Ich zeige manchmal die ganz kleine, weil das natürlich für, um Sachen zu lernen, einfacher ist, weil man mehr Signal hat und so weiter. Aber das ist nicht, man muss nicht auf diese Spanne handeln. Man kann auch größere Spannen handeln. Das kann man auch verschiedene Instrumente kombinieren. Ist für viele Leute auch besser. Ja, und lass uns das machen. Lass uns auf die Spanne gehen, die du hast. Ich gehe wieder auf 2, ja? Okay, perfekt. So. So, da kriege ich halt hier natürlich keinen Einstieg, ne? Nein. Und das sieht auch schon sehr weit aus hier. Der muss zurück. Der muss jetzt eigentlich erstmal zurück. Was man hier beim Fuzzi sieht, der kommt gerade zurück. Vielleicht haben wir da irgendwas demnächst. Ich habe hier auf meinem rechten Bildschirm habe ich noch den Mini Future auf dem Euro US-Dollar offen. Den habe ich eigentlich auch ganz gerne im Moment. Ja, ich habe das hier mit Forex geöffnet. Welche Spanne handelst du da? Da bin ich relativ ganz klein. Ein Pip und 3 Pips und also da hast du ja nicht diese kleine Stufung und 5 Pips, glaube ich. Ne? Ja, sorry. Guck mal, er zieht es nach aus. Siehst du, dass du einen Blockdreht hast hier? Hier oben, ja. Ja, siehst du den? Ja. Ja, der drückt nach oben, in diesem Block. Ja, und er will jetzt nicht tiefer. Ja? Ich sage nur, in diesem Augenblick geht er nicht tiefer. Willst du jetzt schon einsteigen? Ich bin jetzt schon drin. 13,76 auf das Mini-Produkt. Ich habe jetzt geschafft, stehe da ganz gut zurückgekommen. Ja, aber ist nicht schlimm. Kannst du erst einen besseren Einstieg? Ist noch besser. Ja, ja eben. Aber du siehst ganz deutlich, er drückt nach oben. Das ist ein perfekter bei mir. Ich sehe da ein perfekter Box. Ja. Ein Block. Da habe ich mein erstes Ziel fast.
Ja, ich noch nicht. Ich bin ja auf dem Jetzt habe ich mein Stop nachgezogen. Mein Risiko jetzt, nur um dir zu sagen, ist noch 20 Euro. Das war am Anfang 80. Jetzt habe ich noch 20. Ja? Komm zurück. Ja, ich leider. Drei Punkte habe ich noch, bis mein Stop holt. Ich habe noch 3 Punkte. Das verstehst du, Ralf? Ja, der Punkt ist, ich kann von diesen Trades 3, 4 hintereinander verlieren, weil das Risiko immer wahnsinnig klein ist. Ja, ist schon klar. Aber ich habe mir trotz alledem häufig die Finger verbrannt, weil ich dann nach dem 4., 5. Verlust habe ich dann aufgehört. Ja, das ist, es war gerade auch. Da bin ich raus. Ich bin jetzt, Der Punkt ist natürlich, Ralf, es ist, man muss natürlich auch warten, bis das echte Signal kommt, weil wie ich da vorher gesehen habe, diesen Short zum Beispiel, das ist kein Signal. Ja, das war schlecht. Es war, sagen wir mal so, also ich habe hier unten, siehst du meinen Cursor, ich habe halt darauf gewettet, dass der wieder hier geht, ja. Mhm. Das war, meine Idee gewesen, ja. Das hat man im 5-Minuten-Chart noch viel deutlicher gesehen, ja. Ja. Aber hier oben, sage ich mal, im Zweier war es halt, nee, im Dreier war es, oder Vierer besser gesagt, war es auch Short, ja, aber es hat nicht aufgekommen. Ja. Ich habe dann danach nicht mehr, bin dann nicht mehr drin geblieben, weil ich die Tage zuvor schon so oft verloren hatte im DAX. Aber das ist natürlich, dann kommt natürlich das Mentale, darum auch, ich sage dir ganz ehrlich, wenn du am Ende des Tages mein Trading-Konto siehst, dann wirst du sehen, dass ich von die 10 oder 15 Trades, die ich gemacht habe, ja, sind vielleicht nur 2, 3 gute. Mhm. Und ich verstehe, dass es nicht einfach ist, aber das ist die Realität. Und darum es geht nur darum, um diese Verluste so klein wie möglich. Jetzt sehe ich wieder, der Markt drückt noch immer nach oben, er kommt nicht nach unten. Ja. Und da bin ich wieder long eingestiegen an 13.080. Ja. Ich gehe nochmal auf liege jetzt mit meinem Risiko, habe ich viel weniger Risiko wie schon am Anfang. Ich habe jetzt noch ein Risiko von 40 Euro. Das ist die Hälfte von was ich vorher hatte. Und wenn er mich rausholt, das ist nicht schlimm, weil wenn dann nochmal ein Signal kommt, steige ich wieder ein. Es geht jetzt in die erste Phase des Trades, geht es nur darum, das Risiko so klein wie möglich zu halten. Und einmal, dass er dann läuft, dass er dann anfängt zu laufen, und ich kann das nicht genug sagen, es ist nur 20% von unseren Trades, die wirklich so laufen, ja, dann bin ich dabei und dann verdiene ich natürlich schön Geld. Wie der erste Trade heute war eigentlich ziemlich schön. Damit habe ich 100 oder 120 Euro verdient, dann habe ich 20 verloren, jetzt kann ich nochmal 40 verlieren, ja. Aber wenn er läuft, es sieht aber eher so habe ich 200. Es sieht so aus, aber der Punkt ist natürlich, Ralf, ich kann das nicht wissen. Ich kann nur damit leben. Ne? Und das ist natürlich, er kann Tage, wo es dann wirklich läuft und dann ist es super und dann ist es Tage, wo er so ein bisschen rumlümmelt und dann muss man nicht handeln. Aber jetzt, das sind total gute Bedingungen, um zu handeln jetzt. Das ist wirklich gut. Und was wir hier tun, den Einstieg, den ich hier gemacht habe, der ist total gut, der ist vernünftig. Wir betreuen das vernünftig, wir machen das korrekt. Mehr kann ich nicht tun. Ja? Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen nach. Ich kann noch nachschieben. Stehe jetzt mit meinem Stop auf 78. Ich habe fast kein Risiko mehr im Trade. Ich habe jetzt noch ein Risiko von 12 Euro. Ich liege 52 Euro vor. Da erstes Ziel geholt. Liege jetzt am Break-Even 13,80. Und jetzt ändere ich, wie immer, bin ich ein anderer Trader geworden. Jetzt bin ich ein anderer Trader. Jetzt sage ich, und jetzt zeig's mal. Mein Risiko ist raus. Ich liege noch 40 Euro vor. Das macht mir nichts aus. Die liege ich wieder auf dem Tisch. Und jetzt
ich hoffe, er läuft bis 14.000. Wir können immer positiv bleiben. Genau. Wir fangen das neue Jahr positiv an. Gibt's immer aber einen Tag Zeit für die 14.000, oder? Einen vollen Tag. Ja, vielleicht. Oder ja. Aber wenn es heute nicht tut, vielleicht morgen. Aber verstehst du? Es ist, ja, klar. Glaub, es ist eine mentale Sache. Ja. Ich jetzt auch, ich stehe davor, ich habe auch nicht keine Nerven. Warum? Weil es hat keinen Sinn, sich zu nerven über Sachen, worüber man keine Kontrolle hat. Und hier die einzige Kontrolle, die ich habe, ist, dass ich perfekt weiß, was ich an jedem Augenblick tun muss. Jetzt stehe ich da, ich habe bis jetzt meine Arbeit korrekt gemacht. Mehr kann ich nicht machen. Ja. Aber irgendwann fängst du halt an, das ist mein Problem, sage ich mal. Ich habe da, seitdem wir das letzte Mal gehandelt hatten, kurz davor fing diese Phase an, habe ich jeden Tag mit einem kleinen Verlust abgeschlossen. Nicht unbedingt mit einem großen, ja, es waren nur kleine Verluste. Ja. Und irgendwann kriegst du da echt einen Rappel, ja, da denkst du, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und vor allem, wenn du dann siehst, du machst mit einer... In einem Bereich, also sage ich mal, wenn ich in etwas höheren Renko-Charts, WLB-Charts trete oder im Stundenchart, da bin ich gut. Mhm. Und dann komme ich hier an mit meinem ein oder zwei Renko-DAX-Chart und mache mir alles wieder kaputt. Ja, und aber dann, du tust dann nichts, weil... Ja, eben, das habe ich dann auch gelassen. Der Punkt ist, was das Problem mit dieser mit kleiner Spannung ist nicht oft, dass... dass die Trades oder die Signale nicht gut sind, das ist nicht das Problem, aber Leute lassen sich zu schnell überzeugen oder um trotzdem zu handeln, auch wenn die Bedingungen nicht gut sind. Mhm. Siehst du, was da jetzt, seht hier genau dieses Bild hier bei dir, siehst du das hier, das? Mhm. Jetzt bin ich nicht mehr so, ich würde mal sagen, würde ich nicht mehr so schnell long handeln. Das ist hier schon sehr weit gelaufen. Und ich denke, ich habe dann auch drauf, ja, der 5-Spanner, der muss mal runterkommen. Jetzt. Ja, genau. Ja? Und wenn ich jetzt handeln will, kann ich das auf die ganz kleine Spanne handeln, aber das ist wieder eine andere Technik, wo ich dann das hier nach unten scalper, auf eine kleine Spanne. Siehst du das? Das könnte ich tun, ja. Aber ist immer, dann tradet man in eigentlich diese Korrektur oder Korrektion. Aber das ist natürlich, das hat immer auch ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen schwieriger. Und darum trade ich lieber in diese Progression hinein. Aber hier, ich denke, er muss mal ein bisschen Luft holen jetzt. Ja, gut. Aber wir haben 3 Trades gemacht bis jetzt. Ja, was meinst du? Sieht gut aus. Ich habe. Siehst du, wie weit das schon gelaufen ist da? Ja, ja. Eine Frage, in dem 1er, im 1 Renko WLB-Chart, redest du da jeden Tag drin? Oder, also heute ist es ja sehr ruhig. Also normalerweise läuft er ja viel schneller um die Uhrzeit, ja? Mhm. Wenn es langsam läuft, wenn es wie jetzt läuft, sehr langsam, handle ich darauf. Dann trete ich sehr kleine Bewegungen. Oder manchmal, um irgendwo reinzukommen, wenn mit sehr wenig Risiko, dann kann ich da treten. Aber da muss der Markt ganz, wie jetzt zum Beispiel, bin ich wieder long eingestiegen, an 83. Ich habe es verpasst. Ich habe schon auf Break-Even gestellt, da hörst du mein Telefon, das ist hier geholt, ja. Und jetzt stelle ich wieder weg. Ich stehe jetzt mit meinem Stop 13,83. Ja? Und jetzt ist es, oder er läuft, oder ich habe nur einen kleinen Gewinn. Verstehst du? Mhm. Ja. Und jetzt habe ich natürlich, er läuft ein bisschen, und dann versuche ich das natürlich mit, das kennst du schon jetzt, mit meinen Triaden zu betreuen. Ich bin jetzt, stehe, und da bin ich schon raus. Habe ein schöner Trade gemacht, weil
Ich bin rausgeflogen an 13.090. Das war ein schöner Trade. Mhm. Das hat mir ein paar Sekunden 65 Euro gebracht. Ja. Du hast jetzt nur ein Ziel, ne? Ein Stop, oder? Na, ich habe ein Stop und zwei Ziele. Ich würde jetzt ein bisschen aufhören zu traden. Ich würde mir ein bisschen mehr konzentrieren auf dein Bild jetzt. Aber ja, der Punkt ist, um mal noch zurückzukommen auf diese kleine Spanne. Diese kleine Spanne benutze ich nur unter sehr bestimmte Umstände, weil man muss sehr damit aufpassen, weil diese sehr kleine Spanne, damit kann man sich auch sehr wehtun. Genau. Man muss damit aufpassen. Ja? Die können nur unter bestimmte Bedingungen benutze ich die. Und das sind die erste, lass uns mal sagen, ich sehe einen schönen Trade oder einen schönen Einstieg auf die 2 oder die 3 Spanne. Ja? Mhm. Und ich habe auch einen Einstieg auf die kleine Spanne. Dann würde ich manchmal die kleine Spanne benutzen, weil ich dann mein Risiko noch ein bisschen verringern kann. Weil das Einzige, was mich interessiert am Anfang des Trades, ist, das Risiko so klein wie möglich zu behalten und so schnell wie möglich da auch break-even zu sein und keine Verluste mehr zu haben. Ja. Das ist es. Darum, ich drücke das Verlust so schnell wie möglich aus dem Trade. Ja. Und dann manchmal läuft er und dafür kannst du, mit einem Trade, der ein bisschen läuft, kannst du dir locker 6, 7 Verluste leisten. Und dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Ne? Das war eben das Problem. Also siehst du gerade meinen Bildschirm? Ja. Hier unten im Stundenchart, ne? Vor Weihnachten zum Beispiel hier. Ja. Ja. Da habe ich halt auch auf kleinen Spannen gehandelt, ja. Aber da habe ich halt keinen Trade gehabt, mit dem ich mir, der mir da mal wirklich 4, 5 Verluste ausgeglichen hat. Das ist einfach das Thema gewesen, ja. Ja, aber das sieht sehr übel aus da vor Weihnachten. Sieh dir da mal das. Ja, ja. Und so war das nichts gemacht. Es ist ja hier, also wenn man weiter zurückgeht, ja, das ist ja, da gab es mal hier mal einen Move, da einen Move, und dann, das ist halt Kacke. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, aber hier in diesem Bereich, ja. Da habe ich mir so die Finger verbrannt, ja, und da hätte ich einfach die Finger von lassen sollen. Da hätte ich nur Währungen handeln sollen und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Also in diesem Bereich habe ich mir ziemlich die Finger verbrannt und dann habe ich irgendwie kurz vor Weihnachten habe ich dann angefangen, nur noch Währungen und Öl und Gold zu handeln und das ging dann auch ganz gut, ja. Also da, ich habe auch gestern und vorgestern wieder den Euro-US-Dollar gehandelt, das funktioniert alles wunderbar, ja. Aber hier mit dem DAX, verstehe ich. Ja, lass es so dann. Wenn du kein gutes Gefühl beim DAX hast, okay. Aber eins will ich nur sagen, um nochmal zurückzukommen auf das Bild vom DAX hier, das du da zeigst. Das ist die Übung, die wir immer gemacht haben. Ja. Bist du in der Seitwärtsphase, bist du in der Trendphase. Ja. Und hier, lass uns jetzt mal konkret hier auf den DAX mal gucken. Es ist sehr deutlich, dass der DAX jetzt ist in einer Trendphase. Genau, ja. Jetzt ist es auch einigermaßen leicht. Ja. Hier vor ein paar Minuten wieder ein super Trade um 9.15 Uhr. Den habe ich nicht gehandelt, war ich nicht dabei. Doch, den hast du gehandelt. Ja, Moment, ich guck mal hier auf meine... Nein. Ich habe die letzte Bewegung mitgenommen, aber die Bewegung ab 9.15 Uhr waren wir am Reden. Denn war ich nicht dabei. Die letzte Bewegung habe ich nicht. Nein, das ist nicht schlimm, aber es ist nur, ich habe schon 4 oder 5 Trades gemacht. Aber okay, das war ein guter. Aber du siehst jetzt auch, läuft er wieder zurück. Siehst du? Jetzt, da oben. Ja. Aber er muss wieder zurück in die Bänder. Aber du weißt auch, desto länger das läuft, das Ding, früher oder später, muss er zurück, ja? Naja. Und also jetzt wird es schon langsam, sag ich mal, es wird jetzt ja schon langsam mal kritisch, wenn ich mir den, ich habe hier den 4-Rengo, ne? Ja. Wenn ich mir das angucke, das ist unglaublich. Ja, zurück, Seit gestern Abend um 6 steigt der. Aber nochmal, um zurückzukommen. Wenn ich so Sachen sehe und ich will zum Beispiel nochmal einsteigen, wie jetzt, auf die 2. Siehst du jetzt auf die 2? Da. Nee, ich bin im 1er hier oben. Ja, auf der 1. Da kann ich dann trotzdem nochmal einsteigen
Und dann zu sagen, weil es ist dann auch nur ein Mini-Risiko, verstehst du? Ja. Das macht mir nichts aus, weil ich kann locker diese 40, 50, das ist dann ein Risiko, das ist ungefähr die Hälfte, 40, 50 Euro riskieren, das macht mir nichts aus, verstehst du? Aber auf eine größere Spanne, dann würde ich es wahrscheinlich nicht mehr tun, weil das Ding ist schon so weit gelaufen. Ja. Ja? Und auch warum ich diese kleine Spanne manchmal benutze, ist für meine Stop-Setzung. Ja, dann kann man manchmal, findet man da dann Rücksetzer oder kleine Korrektionen, die man ausnutzen kann, um einen Stop nachzuziehen und Gewinne zu schützen. Das ist es eigentlich. Ja. Ja. Aber der Fehler, den die meisten sicher auch mit Erfahrung immer noch tun, ist, wenn man Marktbedingungen hat, die schlecht sind und man erkennt sie und man handelt trotzdem. Ja, das Problem ist halt, du erkennst sie nicht sofort. Ne? Also gucken wir nochmal hier vorne, zum Beispiel in dem 1-Stunden-Chart hier unten, ja? Ja, aber dann läuft er hier ran, ja? Und dann erwartest du zum Beispiel, dass er weiter runter geht. Ja, aber hier halt nicht. Hier. Okay, aber welchen Tag? Und dann probierst du es nochmal und nochmal und nochmal. Ja, und dann irgendwann so nach dem dritten, vierten Mal habe ich dann die Schnauze voll. Ja, und dann, ich war auch dabei beim Live-Trading und ich habe nicht einen Trade gemacht. Das hier, live? Ich hatte Live-Trading 21, 22. Ja, aber dann im November, oder? Nein, Dezember. Das ist ja Dezember her. Ja. Ich habe 3 Tage live gehandelt im Dezember. Ja. War ganz viele Leute dabei, ja? 30, 40. Das ist ein bisschen Stress dann, gell? Eigentlich nicht. Nee? Eigentlich nicht, nein. Also ich könnte das, glaube ich, nicht, also selbst wenn ich gut wäre. Eigentlich nicht. Aber dann vor so 300 Leuten da oder 500 Leuten da zu handeln, nein. Das ist schon heftig. Ich finde persönlich, man muss, wenn man sagt, man ist Profi und man verdient Geld an die Börse und man, wenn man so etwas sagt, dann muss man es auch zeigen, finde ich. Dann muss man es beweisen, jeden Tag wieder, auch was wir jetzt tun. Ich kann das jetzt mit dir machen. Ich mache das eigentlich jeden Tag so mit 3, 4 Personen, wo ich live handle. Und manchmal, wenn wir selbst oder jemand oder an die Messe, die Leute das, mir das fragen, das mal live zu zeigen, ja, dann mache ich das gerne. Ich habe wirklich keinen Stress dabei. Aber es ist auch, wie ich dir sage, 40% von meinen Trades verliere ich sowieso. Das kann ich sowieso. Und dann sehen Leute manchmal, wie ich 2 oder 3 Trades hintereinander verliere und auch das 4. Mal noch einsteige. Das gehört alles dazu. Das Problem ist auch hier, ich sitze hier, ich habe total keinen Stress, weil ich weiß genau, was ich tun muss. Es ist nur Arbeit, verstehst du? Ja. Und manchmal, ich verstehe, ist es nicht 100% deutlich, es ist nicht 100%, manchmal ist es 20% diskretionär, das kann ich noch verstehen. Aber da zum Beispiel, das Beispiel, das du zeigst, da links unten. Ja. Ich kann verstehen, dass du hier den ersten Short gemacht hast. Da. Das kann ich verstehen. Ja. Aber das hier nicht mehr. Da hast du keine Signale. Was ich meine, bis du merkst, es ist ja der Stundenchart, in dem habe ich doch zu dem Zeitpunkt gar nicht gehandelt. Ich rede jetzt quasi nur von dem Bild da unten, ja. Und es dauert halt einen Moment, bis du merkst, dass es einen Seitwärtsmarkt gibt, ja. Und dann hast du schon 4-mal verloren, ja. Und dann, gehst du in den nächsten, dann gehst du in Dow und dann ist der da, was weiß ich, schön gelaufen, kommt auch in Seitwärtsmarkt und dann machst du da die nächsten. Also ich habe so das Gefühl gehabt, so kurz vor Weihnachten, ich handle alle Märkte so immer dann, gerade zu dem Zeitpunkt, wenn sie übergehen in eine Seitwärtsbewegung, ja. Ja. Und aber du weißt, wie man das sehen kann. Das hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Einmal gut darauf achten, ob
er über und unter diesen gleitenden Durchschnitt 50 geht. Auf die 5 Minuten hat er das sicher gemacht, an dem Augenblick. Und dann kannst du nicht handeln. Das kannst du nicht. Weil das ist, wir haben auch darüber gesprochen, der Tunnel des Todes. Hm? Erinnerst du dich noch? Ja, aber ist so. Das kann ein Konto unheimlich, das kann ein unheimlich viel wehtun. Ne? Siehst du jetzt die Korrektur, die jetzt kommt? Ja. Ja, und das kann man dann auf kleine Spannen, das kann man auf kleine Spannen nach unten handeln. Aber das hat ein bisschen mehr Risiko. Ja. Das hat ein bisschen mehr Risiko. Schon reingehen nach unten? Ja, ich bin schon drin. 1305 Short. Aber ich lasse da sehr wenig Risiko. Ich habe jetzt ein Risiko von 24 Euro. Der muss direkt gehen. Wenn er nicht geht, bin ich raus. Ist auch nicht so schlimm. Ja. Verstehst du? Da bin ich jetzt. Erstes Ziel steht 13.100. Und dann anderes Ziel, das weißt du, ganz weit weg. Und jetzt gehe ich davon aus oder setze ich darauf ein, dass er mal korrigiert, zum Beispiel 20, 30 Punkte. Ja? Naja, bis 13,80, 13,70. Ne? Zum Beispiel. Ja, das könnte er sicher tun. Jetzt habe ich da eine kleine, ich sehe, er läuft ein bisschen. Ich stehe gut mit meinem Stop. Ich stehe, ja, sehr kleines Risiko. Sehr kleines Risiko. Und ich bin raus. Hat nicht gelaufen. Ja. Mhm. Da geht er nochmal. Nochmal, siehst du? Ja, ja. Aber ich gehe nicht. Und nochmal raus. Zweimal 20 Euro. Zweimal 20 Euro verloren. Und jetzt natürlich hat er sein Tief nicht mehr geholt und jetzt ist er für mich ist nicht mehr so gut, um diesen Einstieg zu machen, weil er will nicht tiefer. Ja. Ja, die 13.100, da wollen sie wahrscheinlich nicht drunter, ne? Das kann sein, kann sein, ja. Und siehst du, jetzt haben wir wieder einen Einstieg auf die, aber ich würde diesen Einstieg nicht nehmen, er ist zu weit gelaufen, ja. Ja, er geht ja auch jetzt quer, ja, also. Ja, er geht auch total seitwärts. Genau. Und jetzt ist es auch nicht mehr, und siehst du auch, wenn die Bänder dann so gegeneinander kleben, dann natürlich sind die Bedingungen auch total nicht so gut, um das zu handeln. Und dann macht man es besser nicht. Machst du manchmal Hedging, wo du tradest in beide Richtungen? Selten. Manchmal mache ich das, wenn ich in einem Stundentrade drin, wenn ich einen Stundenchart handle. Ja. Und ich merke, der geht nochmal zurück. Das hast du ja oft im Stundenchart. Ja. Dann hätte ich das manchmal, ja. Ja, ja. Um einfach den Stundenchart nicht kaputt zu machen, aber um auf der anderen Seite auch nicht so viel zu verlieren, wenn er nach unten dann wegrauscht oder so, ja. Ja, ja, ja. Aber das mache ich vielleicht, zwei, dreimal im Monat vielleicht, ja. Ja, ich mache es mehr und mehr und ich sage, da, erstes Ziel geholt, das hast du vielleicht gehört, ich bin wieder short gegangen, ne? Entschuldigung, ne? Ja. Aber ich bin jetzt, ich war drin an 104, da steht jetzt auch mein Stop. Ja, erstes Ziel hatte ich geholt. Ja. Und ist wie wir es gesagt haben, ich habe es zweimal versucht, hat nicht funktioniert, sehr kleinen Verlust genommen. Jetzt bin ich drin, jetzt läuft er ein bisschen, jetzt liege ich 50 vor, mit erstes Ziel schon geholt. 70, 75 vor, verstehst du? Ja. Zweimal 20 verloren, jetzt liege ich 75 vor, 85, verstehst du? Und jetzt ist es natürlich so, ich lasse es laufen. Und der Punkt ist, wenn du dir jetzt genau diesen Chart ansiehst, auf die 5 Minuten, lass uns mal ganz einfach reden, ja? Ja. Normal kann er locker zurückfallen zwischen 13,60 und 13,80. Kann er machen.
Und wie weit er jetzt laufen wird, das weiß ich nicht. Jetzt steht mein Stop hier auf 100 ungefähr. Da lasse ich ihn stehen. Ich, im schlimmsten Fall verdiene ich noch, was ist es, 36 oder so. Liege jetzt 60 vor plus, was ich schon hatte, 80 vor und ich warte. Ich warte jetzt, ja. Ich warte und wir sehen mal, ja. Also sagen wir mal so, die zwei, drei Short Trades hätte ich jetzt auch gemacht, wenn ich hier ein bisschen was gewonnen hätte auf der Long-Seite, ja. Aber jetzt hier nur ausschließlich, sage ich mal, die Regression. Ja. Im Chart zu handeln, aber ja, nichts mit zu riskieren. Das verstehe ich, aber ich würde nur eins sagen. Wie ich das jetzt trade auf meine kleine Spanne, Ralf, ja, ist das keine Regression mehr. Ja, da ist ein Progression. Ich habe ja gesagt, auf dem übergeordneten Chart. Ja, ja. Aber es ist wahr, auf meine kleine Spanne jetzt sind das Progressionen nach unten, die ich handle. Aber du hast recht, diese Korrektionen oft, die bewegen sich oft, ich würde mal sagen, unregelmäßiger. Ja, manchmal sind sie sehr korrekte Wort. Ja, oder C, ja, die brauchen dann ewig. Und ja, genau. Gehen hin und her. Und hier noch immer. Ich bin noch immer drin. Ja, ich habe 40, ich liege 40 vor. Im Total liege ich 75 vor. Ja, ich bin raus. Das war's. Das war's. Schöner Dreh. Ja. Ja. Okay, aber jetzt siehst du, hat er so ein bisschen Doppelboden gemacht da und dann sage ich, nein, jetzt will ich nicht mehr short gehen. Verstehst du? Das würde ich eigentlich machen. Ja. Und jetzt, wenn du dich jetzt, ich habe hier auch eine Spanne von 2 WL Bars, da bin ich jetzt in der Range. Und wenn ich das sehe, ja, das über und unter seinen gleitenden Durchschnitt 50 gegangen und da mache ich nichts mehr. Dann ist es für mich, dann ist es wirklich so, jetzt die Bedingungen sind nicht mehr gut. Ich warte. Also du bist jetzt auf dem 2 Rengo. Nein, ich bin, den habe ich auf Futures hier. Auf dem 2er Renko fällt er jetzt und ist es noch immer eigentlich ein Aufwärtstrend. Ja. Im 2er Renko habe ich jetzt gerade Einstieg. Ja, aber ja, ich weiß, aber ich trade am 1,4 und dann bedeutet, ich trade eigentlich auf WL-Basis von 2. Verstehst du? Auf Futures habe ich die 2. Ja. Aber da bin ich nicht eingestiegen heute. Aber ich habe nur CFD hier gehandelt, aber ich sage dir ganz ehrlich, hier, ja, wenn ich auf 1,4, was eigentlich eine 2 WL Bar, wenn ich darauf gucke, bin ich jetzt in einer Range, in einer Seitwärtsphase. Und dann... Ja, genau. Ich habe jetzt auch mal 1,4 eingestellt, da ja, ist es... Dann siehst du ganz deutlich und dann ist es für mich... dann warte ich wirklich. Dann, es war bis jetzt sehr schön, Bewegung nach oben. Wir haben die erste Korrektion nach unten mit erwischt. Schön, aber jetzt bin ich in der Seitwärtsphase und dann warte ich. Und jetzt trete ich nicht. Und das ist, ja, ich verstehe, das kann manchmal, ja, das ist nicht so angenehm, ne? Das ist, wenn man drei Viertelstunden da nur rumsitzt, nichts zu tun hat. Aber so ist es. Ist nicht anders. Ja, so ist das genau. Das ist für viele das Schwierigste, Ralf. Ist das das Schwierigste? Und dann die Finger davon zu lassen. Na gut. Siehst du hier, was passiert? Da geht er vielleicht wieder nach unten. Siehst du das? Ja, gehst du rein? Da hast du einen möglichen Einstieg. Nach unten. Siehst du? Also, bin mal dran. So. Aber relativ spät reingekommen, meine Herren hier. Eieiei. Ah, keine Angst haben. Nur betreuen. Ja, ja. Ja. Was ist dein Entry Price? Siehst du das bei mir jetzt? Wenn mich mal ja, so ich sehe es. Ja. Würdest du jetzt den Stop hier oben drüber setzen, über den? Oder lässt ich liege, mein Stop liegt, ja, ich kann es bei dir, weil es so kleine Bilder sind, aber ich liege da rüber, ja. Ich liege über diese
dieses Bild. Ich liege über diesen Top. 13, mein Stop. Ich liege darüber, ja, jetzt. Ja. Ich denke, es ist alles, ja, es sieht alles nicht so schlecht aus. Es kann noch ein bisschen weiter korrigieren nach 60. Ich bin eingestiegen, weil ich trete das Mini-Kontrakt hier an 96, ab 90 Stück da. Aber was, am 90 Anfang Mini? Ja, Mini-CFDs? Ja, Mini-CFDs. Oder Futures? Ja, noch nicht. Nicht, ich dachte, nicht heute. Mini-Future. Das war früher. Aber ich stehe jetzt noch, ich habe mein Risiko schon halbiert. Ich stehe jetzt 3 Kerzen plus. Ich habe noch ein Risiko von 27 Euro. Und that's it. Jetzt, er muss durchfallen, weil er das nicht tut, nehme ich meinen Verlust. Wenn er dann wieder ein Signal gibt, steige ich wieder ein. Es ist, er muss, wenn ich am Anfang irgendwo einsteige, rauf, er muss direkt in die Richtung gehen, die ich getradet habe. Und wenn er das nicht tut, raus. Habe ich denn die eingestellt? Nachher wieder rein. Da musst du, da hast du schon mal keine großen Verluste und dann hast du schon das mal im Griff. Ja? So, also irgendwas stimmt hier bei mir nicht. Wieso hat er noch 2 Positionen offen? Ich bin doch ausgestoppt worden. Du hast mit 4 gehalten. Nein, ich verstehe nicht, warum ich noch eine 2... Da steht, oder Volume 4 steht da. Was steht denn hier? 2 aktualisiert? Ja, was? Ich sehe, da steht, oder Volume 4 steht da. Das bedeutet, ja, eben. Was 4 getreten. Nee, aber hier oben, ich habe noch minus 2 offen. Was soll das? Hallo, 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 ich bin ja schon längst draußen. Ich kann nicht raus, das gibt's doch gar nicht. Ja, geh mal in... Stell mal Order-Volumen ein auf 2. Nein, ich habe hier irgendein Problem. Warte mal, ich habe hier... Was passiert hier? Ich habe Close und Cancel gesagt. So, jetzt ist er endlich draußen. Meine Güte, was war denn das jetzt? Ich bin auch draußen. Das habe ich noch nie gehabt. Eigenartig. Jetzt geht er wieder nach oben. Diese Position nicht auflösen. Siehst du das? Ja. Er will, Moment, das ist jetzt, oh, pass auf, jetzt drehen wir nicht nach oben, das tun wir nicht. Ja. Nee, der muss ja erstmal hier drüber und wieder runter. Ja. Mindestens. Das tun wir nicht. Ja. Mindestens. Ja. Oder nochmal höher. Das, dann. Aber wenn du siehst, auf die, er liegt jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die 2, liegt er ganz deutlich unter seinen gleitenden Durchschnitt 50 und auch, ja, er liegt noch runter. Das bedeutet, wenn er jetzt nach unten dreht, haben wir eigentlich wieder eine Short-Bewegung. Weil wenn du das auf die 5 Minuten beachtest, wir stehen da auf 13.100. Er kann natürlich, ist er noch immer in diese Korrektion, verstehst du? Mhm. Und er könnte nochmal 20, 30 Punkte nach unten gehen, ja? Das nehme ich auch an, ja. Also er kann auch locker 40 runtergehen, wenn er will. Also, wir sind jetzt so weit gelaufen. Es gibt ja auch, die Zahlen sind, um 9.55 Uhr gibt es Zahlen, ne? Ja, aber sind es wichtige Zahlen? Ich weiß nicht genau, warte mal. Nee, nicht so wichtig, der Einkaufsmanager-Index. Nein, ich dachte, ich hatte da schon mal geschaut, das war nicht so. Das auf Mini-DAX Future war ein schönes Einstiegssignal long, aber ich habe es nicht getradet. In welchem? In welcher? Zwei Renko. Größe? Zwei Renko. Hm. Ich habe es nicht gehandelt. Sieht man das hier auch? Warte mal, stellen wir auf 2. Ja, genau. Siehst du? Ja, siehst du? Ja, aber ich habe ihn nicht gehandelt. Es war, weil diesen 5 zu weit steht. Dieses Bild, siehst du hier? Das ist, es steht mir alles zu weit weg von dieser zentralen Zone. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, also jetzt müssen wir vorsichtig sein. Also ich hätte wahrscheinlich schon, also wenn ich hier nochmal, ich habe hier den 4er offen, ja. Wo ich das hier gesehen habe, also ich weiß nicht, ja, du hast hier in diesem Bereich, hast du jetzt mehrere Trades gemacht, ja? Ja, ich habe die gemacht, aber auf die kleine Spanne. Auf die kleine Spanne, also im 2er hätte ich das nicht mehr gemacht.
Nein. Ja, Und in jetzt der auch Einsatz darum vielleicht auch, schon, ja. ja. Und darum auch jetzt, dass diesen Einstieg auf die Zweierspanne, die du da links oben siehst, Hier, habe ja. ich, ja, hab ich nicht mehr gehandelt. Mal wieder auf den Einsatz zurück. Ja, heute ist sehr gemütlich, ne? Also da kann man auch den Einser gut handeln, ne? Ja, das ist doch so. Das ist eine Sache vom Rhythmus. Das muss man so ein bisschen, ja. Aber ja, jetzt siehst du, wir haben die Bewegung nach oben bekommen und jetzt hängt er da oben, ja, hin und her, hin Naja. und her, hin und her. Und dann kannst Vermutlich du wird. auf kleine Spannen handeln, wenn er so kannst du kleine, weil ja. Aber jetzt ist es sehr klein. Ne? Die letzte Schwankung war wie viel? 101 nach. Es sind fast 10 Punkte. Da Ja, kannst du kein immerhin. Geld verdienen. Ne? Das ist, Immerhin. das geht nicht. Ne? Das, da musst du warten. Ja? Ja. Da muss man warten. Ich sehe es noch immer korrigieren. Ich sehe noch immer die Korrektion. Ich habe mal kurz eine andere Frage. Kannst du mal Ja. auf meinen rechten Bildschirm schauen? Natürlich. Moment. Ja? Das ist der, der hochkant ist. Ich weiß nicht, ob du Moment. das Ich erkennen gucke mal kannst. hier. Das hier. Ja, der hier, Die. genau. Da habe ich den Mini-Euro Ja, US-Dollar Euro-Effekt. als Ja, Future. ja, ja, ja. Hier im 3-Pip Ja. WL-Bar-Chart. Ja. Ist dieser Anstieg hier für dich schon ausreichend, um jetzt hier long zu Ja, gehen? ja, ja, ja. Ja, absolut. Okay. Also Ja, das ist ja das sehr reicht. knapp hier, ja. Das reicht, aber es wäre wirklich mir lieber hier, er kommt ein bisschen weiter zurück, verstehst du? Ja, genau. Ja, was mir auch noch lieber gewesen wäre, aber es ist natürlich nie 100% perfekt. Aber was mir noch lieber gewesen wäre, ist, dass dieses Klar. Tief Höher. ein bisschen höher gewesen wäre. Ja, Ja, das wäre eigentlich noch besser. Siehst du jetzt, dass wir wieder hier eigentlich, dass er versucht, wieder jetzt nach oben zu gehen? Siehst du das? im DAX, ne? Ja. Ja, im DAX, ja. Könnte man eigentlich handeln, ne? Ja. Und das werde ich dann tun auf kleine Spannen. Ja. Ja, ah, Ich bin schon zu Einstieg. spät. Es ist auf die kleine Spanne hast du wenig, hat man sehr wenig Risiko und dann ist es wirklich oder er geht. Und warum handle, würde ich das handeln? Immer das Gleiche, weil er nicht nach unten kommt. Will, ja. Er macht diese kleinen Tiefs, die sind höher. Das zeigt einen sicheren Druck nach oben an und darauf handle ich. Das ist sehr einfach. Dann habe ich einen leichten Vorteil, dass es nach oben geht und das alles andere ist dann Money Management, verstehst du? Ist dann nur kleines Risiko und ja, das ist es eigentlich. Ja. Ja. Ja, beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen weniger reden, damit ich bin jedes Mal jetzt hier nicht reingekommen, weil wir irgendwie, ich war immer auf deinen Reden konzentriert, Ja, das ist jetzt ganz es ungewöhnlich, ist, ja. das Und dann ist, war ich, das, was weiß ich, hier schon die dritte, vierte Katze, da kannst du nicht mehr ja, rein, ja. Das ist es ist auch so, so. es ist immer das Schwierige, auch für mich, ich verpasse auch regelmäßig Trades, weil es ist so schwierig zu reden und zu traden, ja, Naja. manchmal, wenn man Sachen erklärt. Aber trotzdem, hier, was ich mit, die nächste Übung, die ich machen würde mit dir, auch wenn du es auf Demo machst, da bin ich drin. Ne? Das geht gut. Erstes Ziel geholt. Ich war eingestiegen 104. Ja. Ich habe mein erstes Ziel fast. Alle noch ein bisschen. Da hörst du mein Ja. Telefon. Das Ja. war's. Und jetzt, das war mein erstes Ziel und jetzt läuft er. Ja. Ja, siehst du? Komm Okay. mal zurück, was ich gehandelt habe. Dann siehst du es nochmal. Geh mal auf die Spanne 1 oder die ganz kleine Es ist Spanne. eins. Es ist eins. Ich bin da. Siehst du das Ja, hier? ja. Da war ich drin.
Er wollte nicht ganz tiefer gehen, da bin ich eingestiegen. Siehst du meinen Cursor? Ja, ja, ich sehe es. Und jetzt stehe ich an 104 und lasse natürlich mehr Luft. Und wenn es, wenn ich jetzt mal ja so auf diesen 5-Minuten-Chart oder 60-Minuten-Chart schaue, dann sehe ich, ja, der kann locker nach 13.150 gehen. Mhm. Kann. Ja. Und ich kann nichts verlieren. Und dann gebe ich den Luft, ich gebe ihm die Chance, um so weit zu gehen. Und das Einzige, wo ich meine Stops nachziehe, sind diese Triaden. Das kennst du ja. Ja, ja klar. Und, ja, dann, mehr ist eigentlich dann nicht mehr dabei. Jetzt will ich, dass er noch ein bisschen nach oben geht. Und da kann ich meinen Stop nachziehen auf 107. Das ist schon mal schön. Siehst du denn jetzt schon hier drunter? Obwohl er noch nicht drüber ist. 107 bin ich momentan. Da bin ich rausgeholt wahrscheinlich. 107, 107, 107, noch immer. Und das war's. Okay. Das war's. Aber nochmal Frage. Siehst du meinen Cursor? Ja, das war er. Hier die rote Kerze, da hast du ja quasi den Stopp runtergesetzt. Ja, aber weißt du warum? Weil ich hatte auf die Spanne von 1,4 hatte ich da eine schöne Triade. Ah, okay. Ich kombiniere immer zwei und ich kombiniere 0,7 und 1,4. Du kannst auch locker 2 und 3 oder 2 und 4 oder 2 und 5 kombinieren. Aber ist so, ich nehme die Triade oder den Rücksetzer an dem Augenblick, den mich die Möglichkeit gibt, mein Risiko so klein wie möglich zu halten. Ja. Das ist also mal 1,4 hier unten. Ach so, ja, genau. Also jetzt sehe ich die Triade. Verstehst du? Hier mal 1,4 gemacht. Und du wartest jetzt nicht, bis die nächste Kerze da drüber bei mir war. Sorry, bei mir war drüber. Bei mir war drüber. Ich habe eine extra Kerze. Ja, aber die Frage ist, würdest du, wenn hier nur die eine grüne Kerze da ist, nicht, ist mein Körper. Dann nicht. Okay. Nein, dann nicht. Jetzt kommt wieder ein Signal auf die 0,7. Kommt wieder ein Signal nach oben. Da kommt wieder ein Signal jetzt. Ja, würde ich nicht handeln, weil es hängt da oben. Aber nur um dir zu zeigen, da kommt wieder ein Signal. Siehst du es? Da kommt er zurück. Siehst du? Ja. Warum handle ich das nicht? Weil du jetzt hier in dieser Spanne in 5 Minuten bist, die gefällt mir auch nicht. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Das ist so, das wird jetzt vielleicht wahrscheinlich ein paar Mal hin und her gehen oder hingehen, das weiß man nicht. Ja. Genau, es ist absolut nicht ideal. Und aber es ist gut gewesen. Wir haben hier, mal gucken hier, was ich hier habe. Ich habe trotzdem, ja, ich habe sieben Trades, glaube ich. Hier, ja. Mhm. Mit relativ klein gehandelt. 9 Trades. 5 gewonnen, 4 verloren. Das ist ja super. 202 Euro. Ja. Mit 10 Stück. Okay. Klein gehandelt. Was habe ich da? Ja, 10 auf die kleine Spanne und 90 auf das Mini-Produkt. Das ist 10 oder 9 CFDs. Ich mache das oft mit kleinen Mengen, weil das kann jeder, nach meiner Meinung, weil jedes Mal, dass man Verlust hinsteckt, realistisch ist das zwischen 25 und 50 Euro. Ja. Das ist realistisch. Wieso handelst du das Mini-Produkt? Was hast du im Hintergrund? Weil das ist eine Übung, die ich manchmal mache mit, warum das ich eigentlich, ich könnte auch normal CFD machen, aber warum ich das tue, ist, ich habe manchmal Studenten, die am Anfang sehr kleine Positionen haben. Ja? Ach so. Okay. Und dann handeln wir wirklich für 5 oder 10 Euro, nur um die Leute am Anfang zu lernen, wie man Geld betreut, wie man mental mit Geldverlust, Geldgewinn umgeht. Und das wird manchmal mit nicht, du hast mehr Erfahrung, aber mit mancher Leute, die wirklich neu anfangen, ist es wichtig, man fängt an mit einem Betrag, den man locker mehrmals verlieren kann.
Ja. Weil das ist die Realität. Man muss beim Training dreimal hintereinander locker verlieren können oder sich das vierte Mal anders zu verhalten. Und das versuche ich zu tun. Und das auch bei dir, was du mir am Anfang gesagt hast. Das Problem ist, die Leute verlieren zweimal oder dreimal oder sie gewinnen zweimal oder dreimal und sie hören auf. Das ist eigentlich zu sagen wie ein Tennisspiel. Man fängt an zu spielen und es läuft super und man sagt, ja, ich habe schön gespielt, aber das Spiel beende ich nicht. Ja? Und es läuft nicht gut und man hört auch, man gibt auf. Und darum auch, dass es so wichtig ist, wenn man tradet und man sagt zum Beispiel, ich sage das immer so, ich trade von 8:45 bis 11 Uhr. Wenn nichts kommt, ja, dann sitze ich hier und drehe mit meinen Finger, kann ich nichts tun. Und wenn, ist so, halt. Dann drehe ich hier, dann sitze ich, das passiert manchmal, das wird nicht viel los ist. Aber wenn es dann losgeht und ein Signal kommt hinter das andere und der Markt läuft wie verrückt, Ralf, dann scheint die Sonne. Ja. Dann öffne ich die Terrasse und dann wird gehandelt, verstehst du? wir haben keine Kontrolle über, wann es läuft. Du kannst nur dabei sein und sagen, okay, jetzt läuft es, jetzt handle ich und wenn es nicht läuft, lass du die Finger davon. Ne? Ja. Naja, ich hätte halt da vor Weihnachten hätte ich einfach weniger handeln sollen. Das hat, die Märkte haben es einfach nicht hergegeben. Oder ich hätte einfach nur, was weiß ich, Forex handeln sollen, ja. Das im Forex-Bereich aber, war ich einigermaßen. Ja. Ja. Aber vielleicht haben die dann auch nicht viel gegeben. Ne? Ja, ich handle dann schon nochmal andere exotischere Paare, ja. Also es gibt immer irgendwas. Ja. Ich habe ja hier noch IT offen auf meinem anderen Bildschirm. Da habe ich dann auch die ganzen Euro-Paare und andere British Pfund mit irgendwas, ja, was weiß ich, oder auch Dollar mit irgendwas. Ja. Irgendwo findest du immer was, ja. Aber da musst du auch aufpassen, dass du dich nicht verzettelst, ja, weil da guckst du zu viel rum. Ja. Das ist dann das Problem. Was ich vorschlagen würde für unseren nächsten Termin, ja. Wir treten zusammen dann, aber wir setzen uns auf die sehr kleine Spanne und auf zwei kleine Spannen. Stell dich auf ein Demokonto. Kein Problem. Du kannst dich locker oder du tretest mit sehr wenig Lots, wie du willst. Ja. Aber das ist natürlich von der Übung her, um Bewegungen zu erkennen. Und zu entscheiden, wann wir treten und wann wir nicht treten, bringt das am meisten. Verstehst du? Naja, klar. Ist nur eine Übung. Ja? Lass uns es so machen. Wann machen wir den nächsten Vorschlag? Also, in zwei Wochen? Können wir machen, ja. Moment. Drehen wir mal Freitag, den 19. können wir im Vormittag. Oder Montag, Donnerstag im Nachmittag? Donnerstag Nachmittag, also der 18. meinst du? 18. ja. Ja, da wäre es mir lieber wie... Ja, okay, 4. nach 3 dann. Morgens. Ja. Dann machen wir es so. Oder warte mal, vielleicht wäre es ja nicht schlecht, wenn wir zusammen den Bugs handeln, weil da habe ich immer so ein bisschen Aversion. Wann hast du gesagt, vormittags? Nein, Donnerstag 18. Nachmittag. Dann drehen wir DAO. Okay, ne, ist egal. Dann machen wir Donnerstag Nachmittag. Ja? Ja? Okay. Das wäre dann 15:15, ne? Ja, genau. Gerade vor die Markteröffnung. Auch immer, wenn du Trades hast, um mich zu zeigen, Einstiege, ja, bitte schick sie mir alle einen Tag vorher. Dann können wir uns die zusammen ansehen. Ja, ja. Okay. Gut. Bleiben wir so. Okay. Okay. Hey, dann vielen Dank. Bis nächstes Mal. Ne? Ja, ciao.